Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Diese Folge... Ja, ich mache noch am Abend eine Folge. Ich fahre in gut anderthalb Wochen den Urlaub und bis dahin will ich eigentlich das Projekt fertig haben und hochgeladen haben. Damit das Ding keinen Platz auf meiner Festplatte einnimmt. Oder nicht so viel Platz. Ah, da bist du ja. Und? Hast du es gefunden? Ja, hier. Aber pass gut darauf auf. Magister Aragorn hackt uns die Finger ab, wenn du es verlierst. Das ist es, was man finden muss. So, für mich klingt wir das, müssen als riskieren jetzt wir eine ganze Menge weiter für so etwas wie den Hauch einer Chance. Mit dem Katalysator reden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt klug ist. Keine Chance ist besser als eine, so sagt man doch so schön. Und ihr solltet noch mit dem Großmeister sprechen, er ließ nach euch rufen. Ließ er das? Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Da seid ihr ja. Und habt ihr euch gut erholt? Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. Den Umständen entsprechend. Die Truchessa hat die Hälfte unserer Arkanisten für die Stärkung des Torsiegels eingeteilt, was die Arbeit an dem Leuchtfeuer natürlich schwerer macht. Und darüber hinaus sind sowohl die Träume schlimmer geworden, als auch, dass uns immer mehr Berichte über Fälle von rotem Wahnsinn erreichen. Tragisch ist das. Wirklich tragisch. Okay. Ja. Bürger und Bürgerinnen verschwinden aus der Stadt und werden von unseren Kundschaftlern halb verhungernd und deliröses Zeug redend in der Wildnis wiedergefunden. Und das ist nicht alles. Sie sind extrem gewaltbereit. Achtet auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Wirklich. Ja, zweifelsohne. Mit dem Beginn des Krieges hat sich alles noch einmal um ein Vielfaches verschlimmert. Fast als würde das Chaos den Hohen Kraft geben. Ich weiß es nicht. Naja, sagen wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten, ich beginne die Geschichte von vorn. Mach mal. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kurmai. Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstall gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Ja, habt ihr noch nie davon gehört? Die Sternlinge glauben, dass ihre Urväter und Mütter an einem vergessenen Ort in den Sternen geboren wurden. Es soll ein Ort sein, wo es keinen Krieg oder Hunger gibt und wo alle in perfekter Harmonie zusammenleben. All die Technologie, alle Maschinen, die wir den Sternlingen verdanken, wurde ursprünglich entwickelt, um sie zu diesem Ort zu bringen. Hat etwas Nostalgisches, wirklich. Aber leider sind auch schon sehr viele Sternlinge auf dieser Suche gestorben, weil ihre Luftschiffe abgestürzt oder verschollen sind. Und gefunden hat die Stadt noch keiner von ihnen. Kurmai aber behauptet, dass er es könnte. Aha. Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hielten ihn natürlich erstmal für verrückt. Als die Garde ihn verhaftete, hat er gefleht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Im Gegensatz zu den anderen hat der Großmeister ihm zugehört. Und anschließend die Außenposten in Dünenhain kontaktieren lassen, um die Höhle ausfindig zu machen, in der der Sternling das Schiff angeblich gebaut hat. Tja, und die haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Die Sternlinge haben ursprünglich das Leuchtfeuer entwickelt. Das klingt wirklich für mich, die ganze Szene, wie Mass Effect 3 mit den Proteanern, die Citadel suchen. Das klingt genauso. Nur halt das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer. Und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung.
Sagen wir es so. Wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Und ein Versuch ist es wirklich wert. Das bedeutet also, wir müssen diesem Komai helfen, das Schiff fertigzustellen und ihn dann bei seiner Reise zur Sternenstadt begleiten. Ach, stellt euch doch mal vor, das funktioniert. Was wir die Urväter alles fragen könnten, ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Simpel gesagt, ja. Erstmal solltet ihr zu Komais Werkstatt in der Pulverwüste gehen. Der Großmeister und ein paar Arkanisten sind schon vorgegangen. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig seid. Die Nerimesen sind zwar nicht leichtsinnig genug, direkt vor dem Stadttor zu lagern, aber sie haben Außenposten auf ganz Enderal errichtet. Ihr beherrscht die Teleportmagie, nicht wahr? Nehmt diese Spruchrolle. Sie bringt euch ohne Umwege in die Pulverwüste. Ich muss jetzt weitermachen. Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Es gibt noch viel zu lernen. Okay. Gut, gut. Dann laufen wir da mal hin, aber vorher gucken wir einmal, wie es bei unseren... gewissen Fähigkeitspunkten und so weiter steht. Wir haben nämlich wieder 2 Erinnerungspunkte, 6 Handwerkspunkte. Die Handwerkskunst müsste ich nochmal ein bisschen hochtreiben. Was haben wir denn halt an Groschen? 300 nur. Ja. Ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Was haben wir denn gerade an Inventarkosten? 23 oder 27? Ja, wir können auf jeden Fall ordentlich was verkaufen. Das ist schon mal gut. Dann, hätte ich gerne den, die Meditation und... Man erwartet... Geh mal kurz in die Welt. Ja. Einmal. Dann Feuerfall, Konzentration. Ne. Während des Zielens blockt und könnt somit heranzoomen. Das ist cool. Ja, komm. Machen wir das Ganze so. Feuerfallstufe 1. Passt schon alles. Na komm, lad doch mal ein bisschen. Wunderschön geht auch. Und dann, bevor wir natürlich irgendwas machen, Inventar. Alles, was wir gerade anhaben. Als Favorit markieren und jetzt bessere Händlerpreise. Was hatten wir noch? Erhabenen Gewand. Augen des Nordens. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Verdammt, ich weiß noch immer nicht, wo die Quartiere sind. Hier, gut. Richtige. Ich habe auch mal die Grafik ein bisschen zurückgestellt, weil mich das mit dem Ruckeln doch schon sehr gestört hat. Äh.
Das müsste in etwa hinhauen. Habt ihr es schon gehört? An deine Gesandte. Komm. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Und dafür neue Sachen bekommen. Damit ich noch ein bisschen stärker werde. Du bist mein Licht, ein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Ich dachte schon, ich komme da morgens nicht rein. So, komm, Hammerschlag. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Unfeile. Ah, es ist schon geil, dass ich jetzt dafür Geld bekomme. Das ist ordentlich was. So. Assassinharnisch. Feinlederkunas, Runenhelm. Das kommt weg. So. Was hast du denn hier? Du hast nichts Spannendes, ne? Silberstahlbogen. Ne. Du kannst mir nichts Spannendes geben. Aber du kannst mir Stufe 70 Expertenbuch. Ne? Leichte Rüstung und Handwerkskunst. Ich würde sagen, so zweimal Handwerkskunst. Und meine leichte Rüstung. Okay, dann hole ich mir noch einmal Handwerkskunst. Würde ich mal sagen. Das kann ich dir denn noch geben, was sie unbedingt brauchen möchte. Eternerhelm. Ich muss noch meinen Thaliumbarren da. Hat die vielleicht leuchtendes Thallium? Oder wie das hieß da? Metallbarren des alten Volkes. Ne, die hat nichts, was spannend wäre. So, was kann ich hier denn noch verkaufen? Ne. Mana-Trank, Geschicklichkeitstrank, Magiergift. Morgenluft, Schockgift. Nutze ich alle nicht. Magieschutz. Unsichtbarkeit, Wasseratmung. Frostschutz. Feuerschutz. Das brauche ich hier alles nicht. Mana-Trank bleib ich mal. Ja, lass ich mal alles. Schreitet wohl. Kann ich hier irgendwas Geiles basteln? Schöpfer halt. Hat man Glück, wenn sie wissen, an welchem Ende man entwickelt. Runenbogen. Da fehlt mir Holz für. Kann ich nichts gebrauchen. Sternlingsschild auch alles nicht. Goldsalvierring. Komm, dann bauen wir das mal. Die Schwerter.